Hi. Thema der Woche ist, wie Transsexualität entsteht. Nicht wundern, ich bin auf Arbeit und habe, glaube ich, heute nicht mehr wirklich Zeit, das nochmal zu machen, weil ich habe schon mal gedreht und ja, ist etwas, hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Jedenfalls, Thema der Woche ist, wie Transsexualität entsteht. Also vorweg muss ich sagen, ich bin kein Professor, Doktor, irgendwas und alles, was ich sage, stimmt sicherlich nicht. Und ja, ihr könnt, wenn euch das interessiert, ja auch googeln. Und ja, ich fand das ein bisschen doof, wenn ich euch jetzt was von Google vorlese. Das könnt ihr auch selbst. Ja, also ich finde ganz allgemein, dass. Also ich bin der Meinung, dass eine psychische Krankheit nicht aus etwas Körperlichem entstehen kann. Also zum Beispiel, wenn ihr im Mutterleib oder sowas ein Defizit hattet von irgendwas Körperlichem oder einen Überschuss, dass daraus eine psychische Krankheit entstehen kann, das glaube ich irgendwie nicht. Deswegen glaube ich, dass in der Kindheit oder sowas irgendwie was passiert ist, dass sich dann so auf die Psyche. Na, ja, dass die Psyche dann halt so reagiert hat. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Das fand ich blöd. Also die Sachen, die ich jetzt sage, so die bei mir in der Kindheit waren, die weiß ich nicht, ob die jetzt Auslöser für meine Transsexualität sind, aber auf jeden Fall sind sie Auslöser dafür, dass ich jetzt halt so bin, wie ich bin. Ja, also wie gesagt, ich bin ohne Vater aufgewachsen zum Beispiel und meine Mutter, also ich hatte eine tolle Mutter, aber manchmal hat sie, ja, manchmal fand ich ihr Verhalten ein bisschen doof. Also ich war ein sehr auffälliges Kind, ich habe viel Scheiße gebaut damals. Und ja, wenn ich halt irgendwie was ausgefressen habe, dann hat sie immer zuerst den anderen geglaubt, hat gar nicht darauf gehört, was ich gesagt habe. Und da habe ich mich nicht so. Ja, sie hat mir nicht so den Rücken gestärkt und das fand ich echt kacke. Und immer wenn ich andere Eltern standen halt immer voll hinter ihrem Kind, egal was es getan hat. Und bei mir war es nicht so. Ja, sowas zum Beispiel. Und ja, und ich denke, dass halt sowas sich schon, sowas prägt schon und. Deshalb bin ich jetzt so, wie ich bin und vielleicht bin ich deswegen auch transsexuell. Keine Ahnung, das weiß ja sowieso, glaube ich, keiner. Es ist also nichts bewiesen, wie das alles entsteht und ja, also mal sehen, was die anderen Jungs dazu so sagen. Also ich kann jetzt nicht so viel mehr dazu sagen. Also wie gesagt, ich denke, dass etwas Psychisches passiert ist. Beispielsweise, dass, keine Ahnung, ihr nicht so viel Liebe bekommen habt oder beispielsweise wie bei mir, dass ich halt keinen Vater hatte oder vielleicht, dass ihr, als ihr klein wart, immer ausgeschlossen wurde oder sowas. Irgendwie sowas schätze ich, dass sowas irgendwie der Grund dafür ist. Ja, also, ja, das ist halt auch, ich könnte jetzt auch wieder ein Argument sagen, das dagegen sprechen würde. Beispielsweise, dass denn alle Kinder, die sowas erlebt haben, ja dann transsexuell sein müssten. Das ist bestimmt nicht so, aber ja, also ich hatte zum Beispiel in der Schule Psychologie und dann hatten wir das Thema Schizophrenie und bei der Schizophrenie ist es so, du musst genetisch dazu veranlagt sein und dann muss noch ein äußerer Einfluss kommen. Also zum Beispiel, du hast diese Genetik dafür und dann hast du vielleicht irgendwie Stress oder wirst gemobbt. Das beides muss da sein, damit man Schizophrenie bekommt. Wenn man zum Beispiel diese genetische Veranlagung nicht hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man es bekommt. Und so ähnlich ist es bestimmt auch bei der Transsexualität, dass da wohl vielleicht irgendwas Genetisches ist und dann äußere Faktoren dazu noch kommen und das dann entsteht. Aber keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, dann googelt einfach mal oder wartet, was die anderen Jungs euch dazu sagen. Und ja, dann war es das schon. Mein anderes Video ging ein bisschen länger, aber ich glaube, da habe ich mich einfach nur 100 Mal wiederholt und mich 30 Mal widersprochen.
Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Also vielleicht doch, keine Ahnung. Ja, das war's also. Mehr kann ich nicht sagen. Dann bis nächste Woche. Und ja, sorry, dass es wieder so spät kommt. Aber ja. Bis dann. Ciao.